Liebe Bürgerinnen und Bürger von Vechta, ich begrüße Sie zur Weihnachtsansprache, die ja auch einen Rückblick auf das Jahr 2022 zeigen soll, aber auch einen kurzen Ausblick für 2023. Das vergangene Jahr hat uns doch mit vielen Sachen stark bewegt. Der Ukraine-Krieg, aber auch die Corona-Pandemie haben es sehr stark beeinflusst. Und gerade der Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns auch hier vor Ort bewusst gemacht, was es bedeutet, wenn wir Krieg in Europa haben. Es hat dazu geführt, dass wir viele Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine hier begrüßen durften, die in einer beispiellosen Mut hierher gekommen sind und hier ihr Leben aktuell verbringen und wir sie solidarisch aufgenommen haben. Und das zeigt auch das Mitgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger, wofür ich Ihnen sehr, sehr dankbar bin. Wir haben Sie unterstützt als Stadt Vechta in diesen Alltagsfragen, wo man wohnt, wie man klarkommt, was man machen kann. Aber auch Sie als Bürgerinnen und Bürger haben viel dazu beigetragen, dass es Ihnen, gerade den Müttern und den Kindern hier vor Ort bei uns in Vechta, gut geht. Auch Aktionen sind im Gulfhaus gestartet worden. Es wurde gebacken, es wurde viel getan, dass man das Gemeinschaftsgefühl, dass man den Mut zum Durchhalten aufbaut. Dafür vielen Dank. Auch die Corona-Pandemie hat uns doch dieses Jahr auch noch beschäftigt, sehr viel wie die letzten Jahre auch, aber man muss schon sagen, wir sind doch sehr weit daraus gekommen. Wir sind rausgewachsen, wir können jetzt sagen, dass wir sie fast vorbei haben, dass wir wieder normal leben können, dass das gesellschaftliche Leben wieder stattfindet und das zeigt sich ja auch darin, dass wir endlich wieder Stoppelmarkt feiern konnten, dass wir den Thomasmarkt ganz normal stattfinden lassen konnten und auch wie gerade jetzt noch der Weihnachtsmarkt, ich glaube, jeden Tag wieder viele, viele Besucherinnen und Besucher erfreut. Das haben wir geschaffen und das war das letzte Jahr, was wir gemacht haben. Aber wir haben als Stadt auch sehr viel investiert, denn wir konnten insgesamt alle Projekte anstoßen, umsetzen. Wir konnten in Grundschulen investieren, in Sportstätten. Wir konnten auch die Infrastruktur im Straßenbau, im Kanalbau alles weiter voranbringen. Und das ist auch eine Botschaft, das wirklich sehr wichtig ist. Wir konnten alle diese Investitionen 2022 mit Eigenmitteln finanzieren. Das bedeutet, auch in diesem Jahr müssen wir keine Kredite aufnehmen. Und das zeigt auch den wirtschaftlichen Standort Vechta, wie stark wir sind. Und da bedanke ich mich bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie sehr gut gearbeitet haben, trotz dieser widrigen Umstände wie Pandemie, Lieferengpässe, aber auch Energieengpässe und aber auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die wirklich tatkräftig Tag für Tag sich dafür einsetzen, ihren Betrieb, ihre Arbeit voranzubringen, aber genauso auch durch die hohen Steuereinnahmen, dass wir als Stadt Vechta auch weiterhin investieren können. Denn das ist entscheidend, glaube ich, für unsere Stadt, dass wir einen Mehrwert schaffen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und das zeigt sich eben in diesen Investitionen. Und auch im Jahr 2023, das haben wir gerade beschlossen, wollen wir uns wieder einiges vornehmen. Und so haben wir beschlossen, dass wir 2023 trotz dieser widrigen Umstände massiv investieren. Insgesamt 29 Millionen wollen wir umsetzen im Jahr 2023. Wieder in Grundschulen, in Sportstätten, in viele Projekte, dass wir halt Vechta lebenswert und liebenswert halten. Das ist also eine gute Voraussetzung für das nächste Jahr und ich weiß, Sie werden sich sehr wahrscheinlich viele Sorgen machen, auch was die Energiekosten, aber auch die insgesamten allgemeinen Lebenshaltungskosten ausmacht. Da bin ich mir sicher, dass wir als Stadt einiges dafür tun, dass auch die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden, genauso wie der Staat es insgesamt tut. Und wir als Stadt sind auch dran, dass wir mit PV-Anlagen und anderen Techniken uns zukunftssicher auch in diesen Fragen aufstellen und dass wir weiterhin daran investieren. Darum will ich Ihnen den Mut geben, dass wir auch wie die letzten Jahre das Jahr 2023 gemeinsam gut hinbekommen. Und wir sollten die Weihnachtsfeiertage, die wir jetzt endlich wieder ganz normal leben können und genießen können, dafür nutzen, auch ein Stück weit Ruhe zu finden und Kraft zu schöpfen, dass wir im nächsten Jahr wieder richtig durchstarten, dass wir das Jahr 2023 wieder ganz normal leben können als Vechterer Bürgerinnen und Bürger. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gute Feiertage, guten Rutsch und alles Gute, Ihr Christian Carter.